Schwester Tibor und die Tessa aus dem Löwenland. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, und zwar eine Psychologin. Wie heißt du denn? Ich bin die Elisabeth. Hallo und Elisabeth. Servus Tessa. Du, Psychologin ist ganz schön ein schwieriges Wort, gell? Ich erkläre dir auch gern, was das heißt. Ja. Bei einer Psychologin geht es immer um Menschen, so wie dich und um mich. Und darum, was wir erleben, was wir spüren und wie wir uns verhalten. Du kannst dir das jetzt so vorstellen, wenn ein Kind zu mir in die Praxis kommt, dann ist es vielleicht so, dass sich das Kind gerade schwer tut, sich bei den Hausaufgaben zu konzentrieren. Oder das Kind ist traurig, weil es seine Freunde gerade nicht so sehen kann, wie sonst immer. Oder das Kind hat vor irgendetwas große Angst. Oder es spürt ein Angstgefühl und weiß gerade gar nicht, wo das herkommt. Man kann es vielleicht auch ein bisschen so sagen, immer dann, wenn im Leben irgendwas gerade ein bisschen schwierig läuft, wenn irgendwas nicht so rund läuft, dann kann die Hilfe von einer Psychologin oder von einem Psychologen ganz gut sein. Ja? Interessiert dich auch, was man so machen kann? Ja. Ja? So verschieden wie die Menschen sind und die Kinder sind und wir alle sind so verschieden, sind natürlich dann auch die Dinge. Aber ich habe es schon gesagt, es geht immer so um Gefühle. Ja? Also Gefühle sind oft ein wichtiges Thema bei uns in der Praxis. Und wir kennen ja angenehme Gefühle und unangenehme Gefühle. Und beide Arten sind gleich wichtig und völlig normal. Das, was ich ganz oft höre, ist aber, wenn ein unangenehmes Gefühl kommt, dann entsteht oft so der Eindruck, dass dieses Gefühl daherkommt wie eine Lawine. Das kann sein, ich weiß nicht, ob du auch unangenehme Gefühle kennst, wie Wut ist manchmal nicht so angenehm zu spüren oder Traurigkeit oder Angst. Genau. Und ich höre dann oft, dass das Gefühl entsteht, so, das kommt daher wie eine Lawine und man kann das gar nicht stoppen. Und dann erkläre ich, dass vor dieser Lawine oder vor diesem Gefühl immer ein Gedanke kommt. Das heißt, das, was wir im Kopf haben, was wir denken, das spüren wir auch. Hast vielleicht Lust auf ein Experiment, einfach das mal auszuprobieren? Ja. Wir brauchen gar nichts dafür jetzt noch. Einfach gemütlich hinsetzen. Genau, machst du es ganz gemütlich. Und wenn es für dich auch passt, dann kannst du deine Augen schließen. Brauchst mir nur zuhören. Und du stellst dir jetzt vor, du sitzt auf einem Bankerl in der Sonne. Die Sonne scheint dir ins Gesicht und vor dir steht ein Tisch. Und auf dem Tisch, da steht ein Teller mit Zitronenspalten. Und du siehst die Spalten vor dir, wie sie so glitzern, der Zitronensaft in der Sonne. Dann nimmst du dir eine Zitronenspalte mit der Hand, drückst sie ein bisschen zusammen, dann tröpfelt so der saure Zitronensaft heraus. Dann führst du die Spalte so in Gedanken zu deiner Nase, du schnupperst dran, riechst den sauren Zitronensaft und dann beißt du ganz fest hinein in die Zitrone in Gedanken. Und wenn es dann passt für dich jetzt besser, dann kannst du die Augen wieder öffnen. Und jetzt bin ich ganz neugierig. Das Experiment klappt nicht immer gleich gut. Aber wie war es denn jetzt bei dir? Hast du irgendwas gespürt, wie du an die Zitrone gedacht hast? Ist nicht immer gleich. Ist sauer. Die Zitrone ist sauer, gell? Und manchmal ist es so, wenn man sich das ganz fest vorstellt, so in eine Zitrone hineinzubeißen, dann kann man es auch manchmal richtig spüren, als wäre es sauer. Und ich weiß nicht, wie du das spürst, Tessa. Kriegst du dann eine Gänsehaut oder spürst dann sauer, sodass es einen so ein bisschen sauer. Ja, genau. Und das Experiment kann dann einfach auch zeigen, dass wenn wir an was denken, dass wir das auch richtig spüren können. Und das können wir uns jetzt natürlich auch zunutze machen. Das heißt, ich habe schon was vorbereitet für dich, wie wir uns das zunutze machen können. Du kannst dir zum Beispiel vorstellen, du schaust in den Himmel hinauf und der Himmel ist voller bunter Seifenblasen. Und ich habe schon ein bisschen was vorbereitet für dich. Ein Blatt Papier und bunte Seifenblasen. Und du kannst dir jetzt vorstellen, jede Seifenblase ist ein angenehmer Gedanke von dir. Etwas, was du gerne hast, was du gerne tust. Ja? Und wir gestalten jetzt ein paar Seifenblasen, die auf dein Seifenblasenplakat kommen, auf deinen Seifenblasenhimmel. Ja. Du kannst das jetzt hinkleben, wo du magst. Und du kannst da jetzt etwas raufschreiben oder raufzeichnen. U, 2 L, E, R, S. Du schreibst das super. K, A, T und ein E.
Hollerskate. Genau. Und so kannst du dir jetzt dein Plakat. Aber da muss noch ein Um hin. Zum Hollerskaten. Sehr gut aufgepasst. Genau. Genau. Und so kannst du dir jetzt deinen Seifenblasenhimmel gestalten, der voll ist mit lauter guten Gedanken. Schau, der wird dann ganz bunt. Und wenn du magst, kannst du für das Plakat einen Platz in deinem Zimmer suchen, wo du gut hinkommst. Ich weiß, wen ich gerne mag. Jetzt fällt dir richtig viel ein, gell? Und deshalb, dein Plakat ist wunderbar geworden. Ich zeig das mal. Wenn du magst, zeig's mal her. Lauter bunte Seifenblasen und jede Seifenblase ein angenehmer Gedanke und ein angenehmes Gefühl. Ich schreibe da vielleicht das Überschrift Seifenblasen. Das kannst du auch noch machen, ja? Ganz toll. Und jetzt habe ich noch was mitgebracht aus meiner Praxis. Meine Schatzkiste. Und wenn du magst, darfst du die öffnen und dir da was rausnehmen. Genau. Da sind ganz viele Seifen. Kennst du das? Ja, ja, komm, machst du deine auch? Ja, dann probieren wir es, ob es funktioniert. Sonst nimmst du meine. Ja, schauen wir mal. Bei meiner Platz. Die gehen nicht immer gleich gut, gell? Tibo und Tessa sagen Tschüss, gebt dem Video einen Daumen nach oben und teilt das Video gerne. Es war schön, dass Sie die Elisabeth dabei haben. Danke für die Einladung. Bitte. Der 3. März 2021 war der erste Corona-Impftag im Volkshaus Kindberg. Das Bild zeigt Bürgermeister Sander mit den Kindberger Ärzten, das sogenannte Impfteam, Dr. Andensteiner, Frau Dr. Tonhofer und Frau Dr. Stöger von links gesehen. Herr Dr. Andensteiner, wie ist es gelaufen aus Ihrer Sicht? Sehr gut, es war alles hervorragend, super organisiert vom Herrn Bürgermeister und von uns Ärzten. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit gehabt, keine Probleme. Es hat auch keinen einzigen Impfzwischenfall gegeben. Da sieht man, dass dieser Impfstoff, den wir hier verabreicht haben, nämlich den Pfizer heute, dass der sehr gut verträglich ist. Also keine einzige Unverträglichkeitserscheinung, sehr wichtig. Ein Überzeugung, das war ein super Erfolg. Wir haben ja schon in der letzten Sendung gezeigt, wie wir das Ganze organisiert haben. Das hat auch perfekt funktioniert. Das Einzige, was heute nicht ganz funktioniert hat, war von einem Patienten, der mit der Rettung hätte sollen abtransportiert werden, wieder nach Hause. Die Rettung hat ihn offensichtlich aufgrund Überlastung, er sitzt immer noch dort, nicht vergessen, aber konnte ihn nicht pünktlich holen. Morgen gibt es ja die Impfstraße vom Land Steiermark in Bruck. Ich bin neugierig, wie das mit den Impftransporten durch die Rettung funktionieren wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Also meine Botschaft ans Land Steiermark, lasst es mit den Impfstraßen, lasst uns Niedergelassene impfen. Wir machen das perfekt, das funktioniert gerade sehr gut. Ich habe heute sogar vielleicht einen kurzen Blick aufs T-Shirt, so wie wir jetzt gereiht sind bei den Vergaben der Impfdosen, bin ich nicht mehr der Herr Dr. Andensteiner, sondern der Dr. Gerhard, wie Sie hier sehen. Also wir sind anpassungsfähig und wie gesagt, es war super, war alles sehr relaxed, ein toller Erfolg. Die zweite Corona-Impfung wird am 24. März 2021 hier im Volkshaus wieder stattfinden.